Pfaffenhofen in Oberbayern. Die lebenswerteste Stadt der Welt ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Hier befindet sich einer der europäischen Produktionsstandorte von Daiichi Sankyo. Arzneimittel werden hier jedoch nicht nur hergestellt, sondern auch entwickelt. Ziel der pharmazeutischen Entwicklung ist es, aus medizinischen Wirkstoffen anwendbare Arzneimittel wie zum Beispiel Tabletten herzustellen. Dabei arbeiten die Abteilungen Formulierungsentwicklung und Analytik Hand in Hand. In der Formulierungsentwicklung werden die Wirk- und Hilfsstoffe des Arzneimittels, wie zum Beispiel Füll- und Bindemittel, Zerfallsbeschleuniger, Antiklebemittel und Filmüberzug ausgewählt und deren Mischungsverhältnis festgelegt. Damit ein Wirkstoff gut vom Organismus aufgenommen und verarbeitet werden kann, müssen zuvor die optimale Partikelgröße und der jeweilige Feinheitsgrad bestimmt werden. Ist die richtige Formulierung gefunden, wird sie im nächsten Schritt im Labormaßstab getestet. Dazu werden die Tabletten mit den gleichen Herstellungsschritten und Prozessen wie in der späteren Routineproduktion produziert, nur in einem viel kleineren Maßstab. Während des gesamten Entwicklungsprozesses werden vorher definierte Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten, ständig überprüft und weiterentwickelt. Welche Schutzmaßnahmen nötig sind, hängt vom Arzneistoff ab. Im Labormaßstab werden die ausgewählten Rohstoffe anschließend gemischt und dann in einer Wirbelschichtanlage zu Granulat verarbeitet. Im nächsten Schritt wird das Granulat zu Tabletten gepresst. Die Tabletten erhalten außerdem einen Filmüberzug. Dieser überdeckt den oft bitteren Geschmack der Arzneistoffe, sorgt für eine größere Abriebfestigkeit und gibt den Tabletten ein definiertes Aussehen. Die so hergestellten Prototypen werden im Labor getestet. Beim Dissolution-Test wird in 37,5 Grad warmer Flüssigkeit simuliert, wie sich die Tabletten im Magen auflösen. Dafür wird die Flüssigkeit durch standardisierte Paddle in Bewegung gebracht. In diesem Entwicklungsschritt wird überprüft, wie schnell der Wirkstoff freigesetzt wird. Auf Basis dieser Daten kann die Formulierung des Arzneimittels dann weiter verbessert werden, um die vorgesehene Wirksamkeit zu erreichen. Sobald die optimale Rezeptur feststeht, werden alle Schritte des späteren Produktionsprozesses im 30-Kilogramm-Maßstab getestet und validiert. Das entspricht etwa 10% des späteren Volumens in einem Produktionsschritt. Dass beispielsweise alle Rohstoffe während des Mischvorgangs gleichmäßig verteilt werden, wird mit einem Nahinfrarotspektrometer überprüft. Bei jedem Produktionsschritt, wie hier bei der Tablettierung, werden fortlaufend Muster gezogen, die ständig getestet werden. Das ist die sogenannte In-Prozess-Kontrolle. Dabei werden das Gewicht, die Bruchfestigkeit, das Abriebverhalten und die Höhe der Tabletten überprüft und es werden die Zerfallseigenschaften gemessen. So wird sichergestellt, dass die Millionen produzierter Tabletten alle die gleichen Eigenschaften haben. Zu jedem Arzneimittel gehört auch eine geeignete Verpackung. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Primärpackmittel gelegt, also die Packmittel, die direkt mit den Arzneimitteln in Berührung kommen. Bei Tabletten ist dies unter anderem die Deckfolie der Blisterverpackung. Mithilfe eines Infrarotspektrometers wird die Zusammensetzung des Materials noch einmal überprüft. Auch die Dicke der Folie wird getestet. Für jeden neuen Wirkstoff und seine Arzneiform werden maßgeschneidert individuelle Methoden entwickelt, um die Qualität und Haltbarkeit des Produktes zu bestimmen. Unterstützt durch innovative Softwarelösungen werden in der Abteilung Analytik chromatographische Trennmethoden effizient entwickelt und optimiert. Diese Methoden sind besonders wichtig, um die Haltbarkeit eines neuen Produktes zu bestimmen. Um zu prüfen, wie lang ein Medikament haltbar ist, werden Stabilitätsmuster separat verpackt und bei genau definierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit über Jahre in speziellen Klimakammern eingelagert.
In regelmäßigen Zeitabständen wird überprüft, ob und wie sich die Tablette in dieser Zeit verändert hat. Dabei werden der Wirkstoffgehalt und sämtliche Nebenprodukte quantifiziert. Wenn die Mitarbeiter dabei neue Abbauprodukte entdecken, werden diese mithilfe der Massenspektrometrie identifiziert. Alle erzeugten Daten und gesammelten Informationen zur Qualität und Haltbarkeit des neuen Arzneimittels sind wichtige Bestandteile für die behördliche Zulassung in aller Welt. Bevor die jeweiligen Zulassungen erteilt werden, müssen die Arzneimittel in großen klinischen Studien mit oft tausenden Patienten erprobt werden. Die dafür nötigen Muster werden von Pfaffenhofen in die ganze Welt versendet. Erst nachdem auf diesem Weg die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Sicherheit eines Arzneimittels bewiesen ist, wird ein Medikament zugelassen. Dann kann es im großen Maßstab produziert und vertrieben werden. Der gesamte Prozess, um die Formulierung und Produktionsprozesse eines neuen Arzneimittels zu entwickeln und dessen Stabilität zu prüfen, dauert 3 bis 4 Jahre. Dieser zeitaufwendige und sorgsame Ansatz ist eine wichtige Voraussetzung, um den Patienten weltweit hochqualitative und sichere Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Daiichi Sankyo, engagiert in der Forschung, im Einsatz für den Patienten.